Hallo und herzlich willkommen zurück zu Starfield mit Sabotage. Ich habe in der letzten Folge noch etwas vergessen zu erwähnen. Und zwar dieser Bug, der bei Unendlich Vermisst auftritt, tritt nur auf, wenn Sarah die Begleiterin war. Nicht bei Barrett. Warum? Weiß ich auch nicht. Kein Plan. Ist doch keiner. Unterdrückungsfeuer! Ich wünschte, ich könnte den einen einfach platt machen. Aber dann finden die wieder Leichen und das ist wieder nicht gut. Na, naja, was soll's. Ich hoffe, ich krieg das hier ready. Was habe ich mir hier aufgeschrieben? Ah ja, okay. Was zum Henker sollte das? So, der ist also da hinten. Ich Klarspiel, fick dich doch einfach! Alter, ist das eine beschissene Drecksstelle! 5 Millionen Security-Leute! Ist klar, die im Gift spazieren! Ey, Mann, ey, Spiel! Die Ryujin-Scheiße ist sowieso schon schlimm genug! Warum muss ich mir das jetzt noch antun hier? Es könnte so eine geile Stealth-Mission werden, aber mit so einem Stellen ist das halt einfach nur Dreck. Gibt's irgendwo einen anderen Weg? Irgendwo. Weißt du was, ich laufe jetzt hier rum. Ist doch scheißegal. Greife das Ziel an! Ich will nur gucken. Ist hier irgendwo noch eine Stelle, wo man da runterkäme? Was zur Hölle war das? Hier mit? Beschränkt. Da hätte man nicht hingehen. Hier könnte man. Ah! Hier wäre natürlich ein schöner Weg. Da müsste man dann natürlich schauen, wie man hier reinkommt, ne? Wir werden angegriffen! Ich kill die mal, weil die mich gerade auf den Sack geht. Okay, ich müsste mich hier. Da oben wäre eine Möglichkeit. Da könnte ich hier hinkommen. Könnte ich hier runterjumpen? Wie ganz so einfach ist das wohl nicht? Ich guck mir das nur mal an, ne? Hier komme ich in die Forschungsabteilung. Okay. An sich eine coole Idee, aber sehr beschränkt. Och man, du scheiß Jetpack. Alexa, stopp. So, macht die mir den Wecker ja an? Ja, ist mir egal, ob ich Verbrennung erlitten habe. Ich will nur wissen, wie ich hier weiterkomme. Gibt es irgendwo eine Möglichkeit? Man sieht halt gar nichts, ne? Ich guck mich jetzt um und lade gleich einfach neu. Okay, die Treppe wäre eigentlich der beste Zugang tatsächlich. An sich sehe ich hier nicht wirklich was.
sehe ich hier nichts, wo ich hier. Weiter! Weiter! Verbrennung verschlimmert. Hier ist ein Weg. Sehr gut. Wo komme ich hier lang? Ich muss das wissen. Ich muss diesen Weg analysieren. Aha. Okay. Dann müsste ich in diesen Schacht hier. Lass mich nochmal ganz kurz. Hier ist nur ein Gegner. So. Ich bin eben schon relativ weit runter. Ah. Das. Wow, ich muss mich wirklich an den Scheißern vorbeischleichen. Ja. Hier ist aber noch ein Ding. Ist hier irgendein Weg? Hier ist ein Aufzug. Und hier ist wieder die Treppe. Okay. Gut. Das heißt, ich muss an denen vorbei. Toll. Na super. Das ist ja scheiße. okay, aber immerhin wissen wir jetzt, wie der Weg ist. Also da runter, bis nach hinten durchlaufen, in das Ding rein, runterjumpen, dann weiterlatschen über die Dinger und dann irgendwann geht's noch weiter runter. Er wieder mit meinen 5 Millionen Prozent Sehkraft oder was? Das heißt, ich muss jetzt hier einfach 5 Minuten warten, bis die Pisser da weg sind. Steht halt direkt da, ne? Ebene nicht betretbar. Kann sie sich mal verpissen? Hallo? 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 Nicht benutzen, weil die dann direkt auf dich. Hä? Was ist das für eine Scheißquest? Alter, du kriegst extra diesen Neuro-Amp, damit du Leute manipulieren kannst und dann machst du das und. Hä? Alter, fick dich, Bethesda. Was ist das für eine beschissene Storyline? Die kannst du so am Arsch einfach treten, diese Story. Da ist kein. Was zur Hölle war das? Ach, das war gar nichts. Das jetzt offiziell. Starfield ist schlechter als Cyberpunk. So, fuck you. Ganz ehrlich, ey. Cyberpunk konnte ich wenigstens die Hauptmission richtig spielen und nicht immer mit so verbackten Scheiß arbeiten hier, ey. Ich hab ein, zweimal einen Bug bei einer Mission gehabt, aber sonst hatte ich nur Bugs mit Grafiken und ja, manchmal so ein paar Scheißsachen, aber. Es war so viel bugfreier als dieses Spiel. Ernsthaft.
Jetzt habe ich echt, also jetzt ist echt der Tiefpunkt erreicht in diesem ganzen Dreck. Boah, ist das ein Abfuck. Es war so gut bis zu diesem einen, bis zu dem Punkt da, wo es richtig am Arsch einfach nur ist. Ach ja, da steht der Typ einfach wieder, weißt du, als ob er wieder Mr. Flippy ist. Ne, Mr. Flippy. Tja, weißt du, der steht da, ich sitze hier und er sieht mich nicht. So, where's the logic? Ich meine, in diesem Spiel existiert sowieso kein Problem. Ja, natürlich kommt genau einer auf mich zu. Lass die Tür auf. Ich muss die auflassen, sonst... Also ich habe die letzte Folge extra Bugfix genannt, weil ich damit endlich, ich weiß nicht, ob das schon bekannt ist oder so, aber ich habe das rausgefunden, dass man diesen Scheißbug umgehen kann. Und das wollte ich dann allen mitteilen. Aber jetzt muss ich ja schon wieder nicht Bugfix schreiben, sondern noch mehr Bugs als vorher. Alter, ich hasse dieses Spiel langsam echt. Was soll ich denn machen? Der Typ steht hier in der Ecke. Da ist noch so ein Spacken. So, wenn der auf mich zukommt, habe ich verschissen. So. Natürlich kommt er jetzt gerade nicht auf mich zu. Was zur Hölle war das? Schnell. Es ist nicht machbar. Du kannst nicht über den Weg gehen. Probier jetzt zu der Treppe zu kommen. Das ist unmöglich hier. Ich versuche seit einer Viertelstunde da durchzukommen. Und es funktioniert nicht. Deine Mutter war das, weil sie so fett ist. Ich würde dich so gern wegballern, ne? Bam, ey. So, weil eigentlich sind wir hierher gekommen. Ich mach das jetzt anders. Da ist die Treppe. Ist es die Treppe? Das ist die Treppe. Ja, das ist die Treppe. Gut, hier machen wir einen Quick Save. Ich will ja wissen, wo die Scheiße stehen. Alle vier, ey. Und dann kill ich die einfach alle. Boah, ist das eine Scheiß-Mission wieder. Es könnte so eine geile Mission sein, wenn die nicht nur so tausendfach verbuggt wäre. Natürlich sieht die mich!
Ist klar. Kommt die jetzt auch noch hochgesprungen oder was? Alter, wenn die hochgesprungen kommt, dann ist sie tot. Ich komm, der Aufzug bringt mir auch los. Weißt du, was ich machen könnte? Wir könnten mal Leben spielen. So. Also, da steht jemand. Da steht jemand. So. Die Quest, die Sache könnte uns natürlich auch helfen bei dem Ding da hinten. Könnte uns natürlich auch da hinten helfen. Die könnte uns auch hier helfen. So. Der hat das gehört, dass ich mich verletzt. Alter! Dieses Spiel. Ich töte dieses Spiel mit meiner Waffe. Mach das so kaputt einfach. Es ist so eine verbackte Scheiße. Es ist so der geilste Moment, wenn der sich in die andere Richtung drehen würde. Ich war doch durch! Du bist echt durch! Weg mit der Waffe! Ich muss nur hier durch! Ich mal hier durch. Ich muss hier runter jumpen. Nee. Hier war doch irgendwo der Gang. Ach, hier hinten war der Gang. Und dann muss ich hier durch dieses Scheißding. Mehr muss ich doch gar nicht. Warum ist hier gegen... Boah, ist das eine Drecksmission. Könnte eine Granate als Ablenkung werfen. Die sind immer beieinander, ne? Und du kannst sie nicht manipulieren, weil du dann direkt... Ja, und der guckt jetzt wieder in meine Richtung, ne? Ich kann schon durch die Tür gehen.
war das? Speichern. Ist mir jetzt egal, Alter. Was für eine dreckige Scheißmission. So. Echt die beschissenste Mission in ganz Starfield sein. Potenzial hat sie auf jeden Fall. Alter, was für eine Scheiße. Alter. Speichern. Bewegst du dich auch mal oder muss ich dich wirklich wegschießen? Was zur Hölle war das? Schlimmer mit dem Spiel. Ich bin so fassungslos enttäuscht einfach von dem Spiel. Zum Ende. Und das heißt zum Ende. Aber lang werde ich das nicht mehr mit mir machen lassen. For real, ey. Hier runter jumpen. Ne? Natürlich. Thank you.
scheiß Drecksmissionen in diesem scheiß verdammten Spiel, ey. Die könnte so eine gute Stealth-Mission sein, aber durch diese beschissene Platzierung von Gegnern hast du echt einfach gar keine Chance. Du hast keine Chance gegen das Ding. Wo bin ich jetzt gelandet? Safe spot. Hä? Was soll das bitte werden, wenn es fertig ist? Ach so, ja, danke. Spiel, echt super. Das ist gar kein Safe Spot. Ah, wir kommen immerhin hier hin. An den Leuten hier vorbei. Das Problem ist, die Fähigkeit heißt Leben spüren. Questline ist die beschissenste Questline von allen. Dem gesamten Ding hier. So, hier soll anscheinend irgendwo eine Slate sein. So. Hab ich. Gut. Verdammt! Entwischt!
Fisch? Erwischt! Ich hab grad gesagt, entwischt. Alter, ist das eine blöde Scheißquest, ey. Das ist so eine Drecksscheiße, ne? Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Das ist einfach so eine Enttäuschung, so eine absolut. Einfach so. Damit. Da könnten Leute einfach sagen, nur ich hab keinen Bock mehr auf das Spiel, ich höre auf. Alter. Genau wie bei der letzten. Der Ultra. Ultra-Bug einfach. Gibt's hier irgendwo einen Scheiß-Computer, den ich hacken kann, damit ich dieses Wix-Ding da ausschalte? Jetzt sieht er mich nicht. Irgendwann finde ich dich. Hab dich! Du stehst einfach vor der und die sieht dich einfach nicht. Und dann natürlich kommt die dann zu dir und sagt, ja, ich hab dich jetzt auf einmal. Das ist so ein beschissenes Spiel, ne? Dieses Spiel kann so hart kacken gehen einfach. For real, ne? Das Spiel kann. Das kann mich doch am Arsch lecken, dieses Spiel einfach. Gibt's keine Möglichkeit, diesen Scheiß. Bereich sicher. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Alter, ich bin so gebrochen, ne? Ich bin so gebrochen von diesem Schrott. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.